Keiner von uns hat gewonnen übrigens, ne? Wir haben alle verloren. Und jetzt sind wir hier, ja. 8 Jahre später. Geht's euch gut? Schön. Sehr gut. Gott, 4 Wochen noch. Das ist das Jahr vorbei. Was ein geiles Jahr, oder? Mega, mega. Corona, Krieg, WM. Die Bratwurst kostet 5 €. Was eine Scheiße. Die Deutschen wieder. Ja, schön. Nee, ich meine 4 Wochen gar nicht Silvester oder so. Was mich stresst, ist der 2. Januar. Dann geht's wieder los. Tausende Menschen, meist Pärchen, gehen raus morgens um 9. So eine Outdoor-Kleidung, Jogging-Schuhe, Smartwatches. Diesmal ziehen wir es wirklich durch, Schatzi. Diesmal. Und ich stehe am Balkon. Tut ihr nicht. Ihr hört genau heute auf. Gott, ich verstehe Joggen nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe, was soll das? Was ist Joggen? Es ist einfach, man läuft weg. Von nichts. Es ist, man könnte problemlos gehen, aber man läuft, damit man schneller am Ziel ist. Und das Ziel ist das eigene Zuhause, wo man losgelaufen ist. Ja, dann bleib doch da. Dann für dich passiert nichts. Du kannst nichts machen. Es ist so langweilig. Du kannst, sobald du redest, Seitenstiche. Sobald du was isst, Seitenstiche. Kannst nichts machen und du bewegst dich mit 10 bis 12 km/h wie beschissen langweilig. Wenn ich mit der Bahn fahre, passiert ständig irgendwas. So, oh, guck mal, da krass, fast tot. Ja, oh, krass hier. Beim Laufen ist maximal so krass. Den Baum sehe ich in 3 Minuten etwas größer. Das ist alles. So dumm. Wisst ihr, warum ich nicht jogge? Ich werde nie joggen. Ich hasse es. Ist total absurd einfach. Ich habe viel zu oft in den Nachrichten gehört, Jogger findet Leiche und da habe ich keinen Bock drauf. Das Risiko ist mir zu groß, dass ich da eine finde und dann... Ich würde auf jeden Fall nach Geld gucken, da bin ich ehrlich. Ich würde auf jeden Fall reingreifen und sagen, geil, das ist... Dankeschön. Es ist aber immer so, es ist immer, halt in den Nachrichten ist es immer so, Jogger findet Leiche, Joggerin mit Hund, Joggerpärchen findet Leiche. Noch nie in den Nachrichten so, faules Stück Scheiße auf der Couch findet Leiche. Immer Jogger. Ich habe mal recherchiert, in Köln im Schnitt im Jahr 40 Leichen durch Jogger und Joggerinnen. Das ist doch nicht mehr normal. Ich wette, das ist so Geocaching mit Leichen. 100 pro. Die buddeln die aus, die keine Miete mehr zahlen, verteilen die im Stadtgebiet und dann... Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß nicht, wäre so ein abgefuckter Jogger, der einfach nur nach Hause will, Kaffee, Zigarette. Ich habe gar keine Lust. Und dann, ich wohne an so einem Stadtrand, aus dem Wald komme ich raus, sehe meine Haustür und dann auf einmal so einen Arm aus dem Busch. Ich wäre so, oh! Warum habe ich da hingeguckt? Ich guck doch sonst so gern weg. Ich glaube, ich würde mich echt umgucken, ob das irgendeiner gesehen hat. Und wenn da keiner ist, würde ich den Arm einfach zurück in den Busch. Ich bin 37 Jahre alt, 37, das ist ein weirdes Alter. Ich bin so nicht jung, aber auch nicht alt. Ich bin so, ich gehöre zu nichts mehr. Ich bin einfach so, ich warte nur noch auf Rente. Das ist mein Alter. So 37, ich höre mittlerweile immer seltener beim Arzt sowas wie, Sie sind ja noch jung. Das höre ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich letztens länger geschlafen als sonst, also 9 Stunden und hatte Rückenschmerzen. Ich habe mich erholt und mein Körper hat gesagt, das war zu viel. Ich bin zum Arzt, weil das richtig wehtat und er sagte nicht mehr so, ja, Sie sind noch jung. Er sagte, ja, es geht so langsam los. Was ist das für ein Satz? Gewöhnen Sie sich dran. 37, ist so weird. Ich gehe auch nur noch so auf so Partys, sind nicht mehr cool irgendwie. Es ist so, gibt coole Partys, so mit Brettspiel, Scheiße. Dummen Menschen irgendwie, aber man erwischt manchmal auch so Kackpartys. Kennt ihr diese Partys, wo so Freunde von Freunden, die Fremde im Urlaub kennengelernt haben, sagen, das fängt schon an, so Partys werden scheiße mit dem Satz, das wird bestimmt nett. Geht da nicht hin, das ist nie cool. Das ist einfach keine geilen Partys. Früher war geil, so mit 16, 18, das war geil. Da war immer so einer, ja, meine Eltern sind nicht da, lass uns unser Haus zerstören. Das war, wir haben genug zu saufen. Und das war immer so, bring was mit. Und dann so, ja was? Ja, bring irgendwas zu saufen mit. Das war immer so, Krumme, Wodka, irgendwie selbstgemachten Slimowitz. Jedes Dorf hat einen Kroaten, dessen Onkel Slimowitz macht. Und immer in so PET-Flaschen abfüllt und so, trinkt das innerhalb von einer Woche, sonst löst die Flasche sich auf. Das war... Und dann hast du dein Eastpack genommen, wo überall so noch Tabak drin lag. Und dann so, die Pulle, es ist zu viel, ist mir egal. Und dann bist du mit und hast es mitgebracht. Was bringe ich heute auf Partys mit? Kuchen. Das ist doch keine Geil. Ich krieg eine E-Mail.
Und der steht drin, denkt dran, dass jeder einen selbstgemachten Kuchen mitbringen muss. In Klammern, selbstgemacht, nicht so wie beim letzten Mal, Thomas. Der ist von Basen, diesen Bäcker, die kennen sich damit aus. Was soll ich denn da? Das ist die Scheiße, du bringst einen Kuchen mit einfach. Und das, da wäre ich nervös. Du kommst schon auf diese Party von fast Fremden. Die haben schon, das ist schon eklig. Die haben 4 Zimmerwohnungen, die wollen sich profilieren. Kennt ihr so Leute, die so 3 Tage aufräumen? Und weil da keiner profiliert, also keiner ist so, ja toll, dann laden sich Leute ein. Irgendwelche Verlierer. Und die müssen sich das dann angucken. Dann musst du sagen, toll, die haben 4 Zimmer, das sind 3 mehr als ich, super. Und dann musst du da alles mitbringen. Und da kommst du rein mit deinem Kuchen, bist schon nervös, weil der scheiße ist. Und dann guckst du auf den Boden, da steht da eine Kiste Bier für 16 Leute. Und ich stehe da, wo ist der Rest? Gibt nicht mehr. Ich sag, wann hört die Party auf? Jetzt ist... Ich werde da nervös. Ich nehme direkt 5 Flaschen raus und verteile die in deren Wohnung. Ich stelle eine hinters Klo und simuliere einen Toilettengang. Oh, die sieht man, die muss ich nochmal verschieben. Und dann hast du diesen Kuchen in der Hand. Und dann sag ich, ich nehme den schon mal. Und dann stellt ihr die zu all den anderen Kuchen. Und dann stehe ich da. Und das ist das Schlimme an diesen Partys. So mit 30er. Das ist furchtbar. Diese Party, du stehst dann da und ich werde nervös, weil ich sehe meinen Kuchen. Das ist ein Stück weg. Und ich weiß, ich habe es gegessen. Und er wird so subtil bewertet. Das ist die Bewertung, dass du einfach siehst, so mein Kuchen frisst keiner. Und ich fange an zu schwitzen und ich esse ein 2. Stück, damit es aussieht, als wenn er beliebt ist. Und dann höre ich neben mir so, guck mal, Schatzi, unser Kuchen ist weg. Halt's Maul, Sabine! Dann werd Bäckerin! Mein Gott. Und dann kommt noch das Highlight auf diesen Partys. Das Highlight ist dann immer dieses Highlight am Abend. Zu Ende gegen 23.30 Uhr. Ist am meisten schon Ende. Die ersten gähnen schon. Oh, ich muss morgen noch Rasen mähen. Und dann müssen wir Fotos gucken von dem Gastgeberpärchen, von deren scheiß Urlaub. Und es sind nicht irgendwie wie früher, so 3 Pakete Fotos, die du nehmen konntest, habe ich schon gesehen. Interessant. Du musst da sitzen, dann fährt da eine Leinwand runter. Es kommt ein PowerPoint-Intro. Und es ist auch nicht irgendein Urlaub, dafür haben die jahrelang gespart. Das ist dann so, wir sind nach New York geflogen, über Hawaii und dann in Südafrika inklusive Safari. Und da werde ich sauer. Ich sehe das und ich weiß, mein letzter Urlaub ist 4 Jahre her. 3 Tage Amsterdam, ohne Hotel. Solche Pärchen, die sitzen bei jedem Foto, küssen die sich. Das sind Digitalfotos. Das sind 2.500 Stück. Ich kann nicht mehr. Alle sind nüchtern, weil es nicht zu saufen gibt. Da wäre ich aggressiv. Und solche Leute, das ist immer, die haben natürlich auch eine Katze. Solche Leute haben immer eine Katze. Und ich hasse Katze. Ich weiß nicht, warum wir die nicht essen. Das sind die wurstwürdigsten Tiere. Schweine, Kühe, so lieb. Die Katzen, das sind ekelhafte Tiere. Und wir... Du öffnest die Tür, halt's Maul. Und das sind... Oh, absolut die wurstwürdigsten Tiere für mich. Ich würde es essen. Ich bin Vegetarier bei Katzenwurst. Ich würde es mir überlegen. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich. Die Katze von denen hat 42.000 Follower auf Instagram und die läuft rum, als wüsste die das. Die hat mich blockiert. Die Katze. Und dann kommt immer das Thema, das hatten wir heute schon, Kinder. Da sitzen dann mit 30er und diskutieren, wer hat schon Kinder, wer will noch welche. Meiner schläft schon durch, meiner noch nicht, meiner schläft gar nicht mehr, weil ich vergessen habe, dass die Durst haben. So Sachen. Und ich bin, ey, Kinder, alles cool. Ich bin Onkel, ich mag das super gerne. Ich bin gerne Onkel, weil ich kann mir die guten Momente aussuchen. Sobald die weinen, habe ich einen Termin. Ja, also ich hasse, ich kann das nicht. Ich kann Kinder jetzt zuletzt, St. Martin, was soll das? Was soll das? 6 Kinder stehen vor meiner Tür, 3 Minuten lang. Die wollen nicht singen, ich will's nicht hören. Warum machen wir das? Also es sind nicht 6, 5 singen, einer guckt an die Decke. Und dann die Mutter dahinter, Jonathan, komm, du singst doch so gerne und kannst das so gut. Und ich guck mir Jonathan an und denk mir, der singt nicht gerne und der kann's auch nicht. Und wenn man Jonathan sieht, weiß er, Jonathan mag Schokolade und Paw Patrol. Und dann musst du immer noch so lügen, dann musst du sagen, tolle Laternen habt ihr gebastelt, obwohl du weißt, dass die Mutter die gebastelt hat, weil die Kinder ADHS haben. Ich glaube, da kommen Mandarinen und Nüsse ins Spiel. Das ist diese subtile Art, um zu sagen, verpisst euch. Ich hab's hier in Köln, ich wohne in Nippes, es ist die Hölle. Ich habe 8 Kinderpulks da gesehen, die bei mir standen. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr und dachte, ach krass, ich habe doch eine Ausrede. Hab mich nach 2 Minuten runtergebeugt und habe gesagt, wisst ihr was, ganz vergessen, ich habe Corona. Tschüss.